Hallo YouTube, willkommen zu einer neuen Folge World of Warships hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch die Cleveland zeigen, mein erstes Tier 6, also mein erstes Level 6 Schiff. Die Cleveland zählt zur Klasse der Kreuzer und ist meiner Meinung nach bei den Amerikanern der erste Kreuzer, mit dem man so richtig was reißen kann. Wir schauen sie uns jetzt auch mal kurz hier im Forschungsbaum an, damit ihr das auch nochmal sehen könnt. Vorgänger hier die Omaha und ihr seht, bei den Amerikanern spiele ich eher die Kreuzer, weil die bei den Amerikanern, finde ich, am ausgewogensten sind zwischen Geschwindigkeit, Manövrierbarkeit und auch was die Feuerpower angeht. Und bei der Cleveland ist es jetzt wirklich so, mit der kann man dann auch wirklich gut was reißen. Die ist nämlich so der erste Schritt auch zwischen Schlachtschiff, zwischen schnellem Schlachtschiff und trotzdem noch wendigem Kreuzer, denn genug Feuerkraft hat sie auf jeden Fall. Und ich habe sie auch schon ein bisschen mit Modulen bestückt. Genauer gesagt zwar eigentlich nur mit einem, aber das hat uns dann auf jeden Fall schon mal auch ein paar mehr Trefferpunkte eingebracht. Und jetzt spielen wir auch noch eine Runde in der Hoffnung, dass wir dann auch noch ein bisschen was mit dem Schiff reißen können. Ich habe schon so 2, 3 Runden mit der Cleveland gespielt und ja, ich muss sagen, ich muss mich da noch ein bisschen mit einfuchsen, weil ich doch sehr, sehr aggressiv spiele. Und das ist dann mit so einem großen Schiff wie mit der Cleveland schon so ein bisschen grenzwertig. Deswegen gucken wir mal, was wir jetzt hier für eine Runde zusammenkriegen. Vielleicht können wir ein bisschen was reißen. Schauen wir mal, was für Gegner wir hier haben. Okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also eine Kongo ist mit dabei. Typ 5, Tier 5, Schlachtschiff, eine Wyoming, die trifft man eigentlich auch immer. Also wir sind gar nicht so schlecht dran. Hier noch 2 Cleveland, eine Omaha, ja, und ein paar Zerstörer in Klasse 6. Die sind natürlich, die japanischen Zerstörer sind natürlich in Klasse 6 ziemlich krass schon, weil sie gefühlt Unmengen an Torpedos abfeuern können. Aber schauen wir mal. Wir kommen ja auch mit unserem Minekaze gut voran. Auch noch eine Cleveland, 2 Miyogi, eine Wyoming. Und wir haben einen Vorteil. Wir haben noch einen Flugzeugträger. Und dann hoffen wir mal, dass der ordentlich spielen kann. Ihr seht es auch hier schon. Ich habe, was die Zusatzausrüstung angeht, meine Cleveland noch nicht so ganz ausgerüstet. Ich habe hier meinen Beschützer. Also mein Katapultjäger, der so für, ich glaube, ja, so um die 5 Minuten über meinem Flugzeug kreist, über meinem Schiff kreist und mich vor gegnerischen Flugzeugangriffen schützt. Außerdem die Cleveland auch derbe mit Flak bestückt. Man kann ihr auch eine Zusatzausrüstung geben, dass man quasi für 40 Sekunden ein Flakfeuer in die Botanik ballert, das jenseits von Gut und Böse ist. Und wir sehen, wir spielen hier gerade Conquest, für diejenigen, die das nicht kennen, also Flaggen einnehmen und halten. Ansonsten sollte eigentlich jedem Conquest ja, aus Call of Duty oder auch aus Battlefield bekannt sein. Jetzt schauen wir mal, wo der Großteil der Gruppe hier hinfährt. Was bei dieser Map schon zu sehen ist und auch ganz typisch ist, ist, die meisten, das zeige ich euch mal hier, die fahren hier in diese Bucht bei C und man sieht es auch schon, die nehmen C auch schon ein. Da bewegen wir uns jetzt erstmal nicht hin, weil da wird so der Punk abgehen. Und hier sehen wir auch schon, hier ist eine Kuma gesichtet, eine Miyogi, noch eine Miyogi, eine Mutsuki, also ein Zerstörer, und da müssen wir dann jetzt schon aufpassen. Der Großteil kommt hier tatsächlich zwischen A und B jetzt rein. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen und auch nicht zu aggressiv spielen. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier auf jeden Fall eine gute Runde hingelegt bekommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, denn der Weg zu spielen ist ab der Cleveland schon eigentlich ein ganz anderer. Da sollte man sich schon eher ein bisschen im Hintergrund halten und eher dann sehen, dass man ein bisschen defensiver spielt. Das ist jetzt für mich als eigentlich sehr aggressiver Spieler, also als ich noch mit der Omaha gespielt habe oder auch mit der Phoenix, bin ich immer rein und gib ihm, weil die sind natürlich auch mit Torpedos bestückt, da kann man natürlich auch im Nahkampf ein bisschen was bringen. Wir lassen mal die High Explosive Granaten, lassen wir mal drin und schauen mal, was wir jetzt hier gegen die Kuma ausrichten können, die sich jetzt alleine auf Alpha zubewegt, was für
da eigentlich nicht so gut für die ist. Ja, die brennt auch schon, sehen wir hier gerade. Ja, da haben wir sie auch schon in Brand gesteckt. Da kassieren wir jetzt ein bisschen. Hat uns einen schönen Treffer gegeben, also... Man sieht auch schon, dass hier einfach mal ein Torpedofächer hier in die Bucht reingeknallt hat. Einfach mal, um zu sehen, was sie trifft. Ich wechsle mal eben die Munition. Ich bin eigentlich wahrscheinlich auch schon wieder viel zu aggressiv unterwegs, aber gegen so eine Kuma... Ja, jetzt ist er hier gegen den Berg gefahren, das ist eigentlich auch schon sein Todesurteil. Jetzt ein schöner Zitadellentreffer und er ist hin. Ja, das war's, den haben wir schon mal rausgenommen. Das ist jetzt natürlich unsere Chance, Alpha so schnell wie möglich einzunehmen. Da hinten ist noch eine Miyogi in 18 Kilometern Entfernung, aber die ist hinter dem Hügel, die macht uns jetzt erstmal nichts. Torpedos, dead ahead! Oh, seht ihr? Da hat er... Schwein gehabt. Da hat er nochmal einen Torpedofächer rausgehauen. Und das Blöde bei den Torpedos ist, die sieht man eigentlich immer relativ spät. Also wenn euer Captain da, den ihr auf dem Schiff habt, kennt ihr übrigens an der amerikanischen Flagge hier, sobald ihr einen Kapitän auf eurem Schiff habt, den ihr natürlich auch entsprechend dann mit Skills versorgen könnt, habt ihr eine jeweilige Flagge, je nachdem, was ihr für eine Nation spielt, an eurem Schiff. Und da hinten ist eine andere Cleveland, die begibt sich schon mit unserer Furutaka hier vorne ins Gefecht. Aber treffen dürfte der nicht. Oh, jetzt ist hier auch schon eine Miyogi in 14 Kilometern Entfernung. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns da ein bisschen fernhalten, weil die Miyogi natürlich mit ihren Geschützen weiterkommt als wir. Wir haben halt hier nur eine Reichweite von 13,3 Kilometern und die Miyogi kann, glaube ich, schon ab 14 Kilometern losrotzen. Das ist natürlich für uns jetzt erstmal nicht so schlau, deswegen... Machen wir uns mal hier ein bisschen aus dem Staub. Und da seht ihr es auch schon, die Phoenix hier neben uns, die macht auch schon die Biege. Da muss man natürlich entsprechend aufpassen. Für die, die es nicht wissen, World of Warships, die Spielmodi sind auf 20 Minuten begrenzt. Ja, genau, ramme ich jetzt noch. Das wäre natürlich herzallerliebst. Die Spielmodi sind auf 20 Minuten begrenzt. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was wir hier jetzt noch gerissen kriegen in der letzten Viertelstunde, wenn wir überhaupt so lange durchhalten. Die haben nämlich schon zwei unserer Kreuzer aus dem Spiel genommen. Da hinten ist eine Miyogi. Das wird ein bisschen zu heiß, vor allen Dingen, weil ich hier auch jetzt alleine bin. Und der Typ hier mit seiner Omaha, mit seiner Phoenix, der wird da auch nicht viel reißen können. Deswegen machen wir hier nochmal wieder eine Kehrtwende. Und gucken mal, dass wir uns da hinten zu unseren Jungs da begeben. Und schauen, was wir da machen können. Also man muss dazu sagen, die Cleveland, abgesehen davon, dass sie ein verdammt gut aussehendes Schiff ist, hat sie mit ihren 4-3er-Geschütztürmen natürlich auch eine unwahrscheinliche Feuerkraft für einen Kreuzer. Die Türme drehen sich leider Gottes ein bisschen langsam, das ist ein bisschen blöd, aber wenn man dafür trifft, also wir sehen das auch hier, Höchstschaden von 3200, wenn man dann natürlich als nächstes, was ich vorhabe, dann die Geschütztürme nochmal ein bisschen kräftiger ausrüstet, dann geht der Schaden da natürlich auch hoch und da kann man dann natürlich auch mit einem entsprechenden Zitadellentreffer so richtig Schaden machen. Jetzt müssen wir hier vorsichtig sein, weil sich hier jetzt gerade drei Schlachtschiffe tummeln, die natürlich auch in Feuerreichweite sind. Schauen wir mal, ob wir dem vielleicht einen mitgeben können. Na, der wendet jetzt schon, das sieht man schon. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht in die Miyogi reinrutsche. Ja, da haben wir Treffer gelandet. Schießt auf uns? Nee. Der interessiert sich wohl nicht so ganz für uns. Nee, der scheint auf irgendeinen anderen zu schießen. Ja, oh, das sieht mit den Torpedos gut aus. Na, die gehen alle direkt dran vorbei. Ja. Das Problem ist jetzt natürlich hier, legt man sich, sich mit einem größeren Schiff anzulegen, ist nie gut. Weil die Wahrscheinlichkeit, da gegen ein größeres Schiff zu gewinnen, ist eigentlich gleich gen Null, auch wenn so ein Schlachtschiff träger ist als, als so ein eigener Kreuzer. Ist das natürlich ein bisschen... Oh, die Cleveland da hinten, die hat gerade ein Torpedo gefressen und frisst, glaube ich, noch eins. Ja. Oh, ja, der ist gleich raus. Ja, die Cleveland da hinten hat es auf unseren
Flugzeugträger abgesehen. Das sieht man schon, der steht da hinten nämlich. Und jetzt wollen wir nochmal... ob wir jetzt nicht vielleicht an die Cleveland da ein bisschen wegnaschen können. Na, da hat sie auch schon... nee. Hat sich auf die Wyoming eingeschossen. Ja, und die beiden, die Miyogi und die Wyoming, die stehen da auch und versuchen sich auf unsere Wyoming da einzudrehen. Jetzt wird es natürlich wichtig, unseren Flugzeugträger nochmal zu schützen. Aber die gegnerische Cleveland, die ist sowieso gleich draußen. Also wenn wir jetzt einen Luckshot reißen... ah, der brennt, glaube ich, der Junge. Ja, der brennt. Das seht ihr jetzt nur... ja, schön rausgenommen, sauber. War jetzt natürlich ein bisschen abgestaubt. Aber das ist in diesem Spiel hier ganz normal. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir den... dass wir den Zerstörer da wegkriegen. Sonst jagt der nämlich unseren Flugzeugträger in die Luft. Und da sieht er schon, hat er sich eingedreht und versucht dem wahrscheinlich jetzt eine komplette Breitseite mit seinen Torpedos reinzudrücken. Schauen wir mal, jetzt wendet er wieder. Ja, der geht hier so ein bisschen in Zickzackkurs. Jetzt hat er genebelt, ja, und da seht ihr auch schon, da hat er die Torpedos abgefeuert. Wenn unser Flugzeugträger jetzt schlau ist... ja, der dreht sich schon weg. Ich drehe jetzt auch mal kurz ab, weil ich gerade nicht weiß, wie die Reichweite der gegnerischen Torpedos ist. Ja, auch den haben wir auch rausgenommen. Sehr schön. Was in diesem Fall hier... oh, oh. Eieieiei. Da hinten ist eine Cleveland. Was in dem Fall hier ganz wichtig ist und auch zu beachten ist, wenn ihr selber das auch spielen wollt, also kleinere Schiffe wie zum Beispiel Zerstörer, die kriegt ihr am schnellsten mit der Brandmunition, also mit den HE-Granaten weg, weil die sind nicht so stark gepanzert wie Schlachtschiffe oder auch wie Kreuzer. Da habt ihr dann, mit eurer panzerbrechenden Munition eigentlich so gut wie keine Trefferwirkung, weil die Schüsse gehen einfach durch. Ihr trefft zwar, aber die Schüsse gehen durch. Und, das ist dann halt eher mal nicht so gut. So, jetzt, der hat sich jetzt auf mich hier eingeschossen. Jetzt muss ich hier mal ganz schnell... ah, ja, der schießt hier schon. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wegkommen, weil der sich hier schön auf mich schon einschießt. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Jetzt wechseln wir nochmal die Munition und gucken, was wir hier... ja, der ist gar nicht schlecht, der Junge. Muss man ihm lassen. Also, weil er jetzt sogar noch... weil er sich jetzt gerade wegdreht. Ja, der sieht nämlich gerade, dass die Wyoming kommt. Da hat er nämlich keinen Bock, sich mit der Wyoming mit anzulegen. Da seht ihr es auch schon. Eigentlich ist er auch zu weit weg, dass wir ihn... ah, da gesellt sich jetzt noch ein Schlachtschiff dazu. Gleich. Das wird jetzt ein bisschen haarig, weil die sich jetzt natürlich hier direkt alle bei uns tummeln. Und da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir vielleicht hier mal wegkommen. Dann haben wir wenigstens nochmal getroffen. Scheint zu brennen. Ja, getroffen. Die zweite Salve könnte ihn auch noch. Ja, wunderbar. Schön auch noch rausgenommen. Wieder abgestaubt. So, und die Cleveland hier, die hat's, der hat es ein bisschen drauf. Also das... da seht ihr auch schon, dass er das volle Lotte auf mich abgesehen hat. Der hält auch schön vor. Der hält auch sehr schön vor, der Junge. Jetzt versuchen wir uns mal ein bisschen hier rauszunehmen, dass wir hier hinter dem Berg noch eine Wende hinkriegen. Und dann quasi in Deckung hier ein bisschen aus dem Gefecht rauskommen. Wir haben zwar noch über 22.000 Lebenspunkte, aber ihr habt ja eben gesehen, wie schnell die Punkte runtergehen, wenn die da mal ordentlich treffen, die Gegner. Und er hier hinten, dieser Mark 18, der ist schon gar nicht, also der ist schon gar nicht schlecht, der Junge. Der hat das ein bisschen drauf. Das merkt man auch, wie er schießt.
Ah, das wird jetzt natürlich eine knappe Geschichte. Vielleicht können wir ihm noch hier einen mitgeben, aber da schieße ich wahrscheinlich... Ja, alles in die Botanik geballert. Aber er hat gerade schon zwei Torpedos gefressen. Das ist nicht, das trifft, das ist für uns natürlich gut. Jetzt dreht er ab. Können wir jetzt eigentlich nur zwei Dipshots reingeben und mal gucken, ob die vielleicht treffen. Ja, nee, da hat er uns auch schon wieder gesehen. Da schießt er auch schon wieder schön auf uns. Also mal gucken, dass wir ihm jetzt nicht so viel... Ja, das hat ihm nichts gebracht. Sehr gut. Also er hält sich auch schon sehr zurück. Er hat auch nur noch etwas über 8000 Lebenspunkte. Was für ihn natürlich nicht so gut ist. Das liegt natürlich daran, dass er eben gerade die beiden Torpedos gefressen hat. Die auch mit dem nächsten Patch, der kommt... ein bisschen runtergepatcht werden sollen, weil die Torpedos wirklich über OP sind. Also ich habe das auch schon erlebt, dass ein Torpedo mich direkt hier in der Mitte meines Schiffes, also hier in diesem Bereich getroffen hat und mir meine ganze Cleveland auseinandergerissen hat in einem Zug. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Lassen wir uns auf einen Zweikampf mit ihm ein. Ja, ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Obwohl, nee. Die beiden Schlachtschiffe, die da sind, das gefällt mir hier nicht. Das ist, glaube ich, zu... Also, gesehen hat er uns ja bisher jetzt noch nicht. Er konzentriert sich gerade auf Bravo, beziehungsweise auf Charlie. Ich gebe einfach mal einen Schuss ab, mal sehen, vielleicht treffe ich. Haut uns natürlich gegen den Berg. Das war jetzt ein bisschen blöd. Das sollte euch natürlich tunlichst nicht passieren. Aber wir fahren jetzt hier einfach mal rückwärts zurück. Oh ja, ich glaube es... Ich glaube, es hat ihn erwischt. Our victory is in sight. Ich glaube, es hat ihn erwischt. Nee, es hat ihn noch nicht erwischt, aber wir sehen ihn jetzt gerade noch nicht. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auf jeden Fall wegkommen. Ja, das läuft schon mal... Die Runde läuft schon mal ganz gut. Also ihr seht auch hier oben, wir haben jetzt von den drei Punkten haben wir zwei besetzt. Das ist für uns gar nicht mal so schlecht. Denn wenn wir 1000 Punkte erreicht haben, dann gewinnen wir. Und das schaut im Moment echt gut aus. Und vielleicht haben wir auch noch Glück und können der Miyogi ein bisschen Schaden geben, bevor die Runde zu Ende ist. Aber das wird, glaube ich, nichts mehr. Also ihr seht, die Cleveland ist auch verdammt schnell für einen Kreuzer, der auch relativ schwer ist. Für mich bisher das absolute Lieblingsschiff. Aber auch die anderen Schiffe, die noch kommen, die Atlanta, die Pensacola, die sind alles noch Schiffe, die noch kommen. Und ja, das war's. Schöne Runde, drei Schiffe rausgenommen. Ordentlich Erfahrung gesammelt, sogar noch einen Auftrag mit abgeschlossen. Und ja, schauen wir mal auf die Teamwertung, wo wir liegen. Ja, gut. Ist jetzt von den Punkten her jetzt nicht so pralle. Das gebe ich offen zu, aber es könnte wesentlich schlimmer sein. Drei Schiffe versenkt, also gar nicht mal so schlecht. Das war mein Video zur Cleveland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten gibt es natürlich auch in nächster Zeit wieder mehr World of Warships. Danke fürs Zuschauen.